Wenn es mit der Perspektive nicht so hinhaut, ne? Oder wenn es mit meiner, ja, keine Ahnung, Bewertung der Perspektive nicht so hinhaut. Dankeschön. So. Gib auf, alter Mann. Scheiß auf die Punkte, die will ich gar nicht haben. Ich will nur Ringe. Aber 60 Ringe? Ich meine, okay, das Rennen ist jetzt nicht so lang. Pui. Ja, das hat mich natürlich mega ausgebremst. Assi. Mann! Ich hasse es! Das kann doch nicht sein, du fette Sau! Oder ist da irgendwas, was ich irgendwie verballert habe mit den Quallen? Dass wenn ich da irgendwie mit Speed reingehe, das total toll ist. Also ist es ja eigentlich eher eine Behinderung. Ich krieg's auch nicht. Ich krieg's ja wirklich nicht, ne? Ich habe alle Ringe geholt. Gib auf, alter Mann. Eigentlich düst sie mir davon. Evolution. Für mich war Tempo vorgesehen. Also nicht ganz so sehr wie... Entschuldigung. Nicht ganz so sehr wie am Anfang. Als ich jeden Schier mitgenommen habe aus Versehen. Ich verstehe es nicht. Was soll ich denn noch machen, außer nach rechts zeigen? Ich kann doch nicht mehr tun. Tut mir leid, Spiel. Wie gerne ich das auch täte. Echt. Tete. Das Level mag ich nicht, wirklich. Perspektive ist auch mega kacke. Ich kann es nicht erkennen. Ich kann es wirklich nicht erkennen, ob ich jetzt durch den Ring schwimme oder nicht. Dankeschön. Gib auf, alter Mann. Evolution ist Evolution. Für mich war Tempo vorgesehen. Oh, immer wieder schön, die gleichen Sprüche zu hören, ne? Das ist was, mag ich immer voll bei Videospielen. Ach so! Okay. So macht es natürlich auch Sinn. Und so schaffe ich es wahrscheinlich auch. Ich muss einfach nur im richtigen Timing drücken. Ado. Nur jemand sagen. Ja, dann machen wir normal hier, klar. Logisch. Dann habe ich nämlich auch nicht diese ganzen Probleme. Guck, zack, 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 zack. Ja, heul nicht gleich los, wenn ich gewinne. So. Oh, da bin ich nämlich auch schon viel näher dran. Gib auf, alter Mann. Evolution ist Evolution. Für mich war Tempo vorgesehen. Richtig. Vielleicht bald. Mal gucken. Bin gespannt. Wie ein Flitzebogen. Also viel fehlt auf jeden Fall nicht mehr. Nein! Lalalala. Ich werde wahnsinnig, ey. Ja, ich habe irgendeine Scheißqualle übersehen, wahrscheinlich, wo ich drauf konnte. Und das war mein großer Fehler. Ja, leider. Los, ach, verkackt. Oder kann man eigentlich das ganze Rennen so durchstarten? Und ich habe einfach verkackt einmal, weil ich zu früh gedrückt habe. Das kann auch sein. Ich bin auf jeden Fall jetzt viel besser als im letzten Versuch. Hast du Hunger? Hunger? Ja, denn du frisst gleich meine Blasen. Gib auf, alter Mann. Evolution ist Evolution. Für mich war Tempo vorgesehen. Ich glaube, man kann wirklich durchziehen, die ganze Zeit eigentlich, theoretisch, ne? Aber warum ich ab und zu mal verkacke, das kann ich jetzt eigentlich nicht sagen, muss ich sagen. Kann ich nicht sagen, muss ich sagen. Ach, komm! Was ist dein Problem? Nirba! Ja, geschafft. Sauber. Und? Was kriege ich dafür? Nichts. 120. Nein, mit Quallen. 120. Ach, leck mich doch am Arsch. Ich habe nicht mal 5, ich habe nicht mal 10 geschafft. Das sind 120, ne? Ich hätte gerne eine andere Kameraperspektive, bitte. Ah, oh, die bleiben gespeichert. Ich liebe dich. Oh, das ist super. Das ist echt nett. Das ist echt nett. Was die ich schon hatte, die bleiben gespeichert. Das ist mega gut. Zack, 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 zack. Das ist genau das, was ich befürchtet hatte, nämlich. Ah, dann ist es nur Fleißaufgabe. Das ist gut. Weil die Ringe, die ich habe, die bleiben ja auch gespeichert. Das ist ja auch gut. So. Ich muss wirklich sagen, PlayStation 2 Zeit, die hat schon eigentlich echt gute Spiele.
geboten. Ich meine, sowas, so ein Spiel hier, Findet Nemo, ist total untergegangen eigentlich. Ups, ups, würde ich mal einfach behaupten, da erinnert sich heute kein Schwanz mehr dran. Außer wenn man es halt wirklich sieht, dann denkt man sich so, ah jo, das gab's ja auch, das ging mir ja nicht anders. Aber für Lizenztitel, ne? Ist das schon eigentlich echt cool. Wenn sowas heutzutage rauskommen würde, für PlayStation 4 oder sowas, ne? Zumindest vom Stile her, dass man so ein paar extra Aufgaben hat, ein bisschen was freischalten kann und so, ich würde mich total freuen. Oder wenn heutzutage überhaupt mal ein guter Plattform rauskäme. Jetzt auch nicht mal so auf Retro getrimmt sein muss, sondern eigentlich so mehr oder weniger zeitgemäß. Hat man heutzutage nicht mehr so häufig. Muss man wirklich sagen. Und auch vor allem, was auch kurzweilig ist, wo man nicht irgendwie 400.000 Sachen dann immer machen muss. Und hier kann man zwar auch halt einiges extra machen, also ganze Minispiele und sowas, aber es ist halt wirklich ein Bonus und das macht Spaß und man muss nicht irgendwie, keine Ahnung, bei Crash Bandicoot 4 400 Level jeweils 10 Minuten gehen, mehr oder weniger perfekt schaffen, das Partnerrelikt zu bekommen. Boah, was habe ich mich gestern darüber so aufgeregt, ey. Meine Herren. Der Controller ist zwar nicht geflogen, aber es war nicht mehr weit entfernt gewesen. Zack, zack, zack. Ne, PlayStation 4 Controller sind mir zu teuer, um die wegzuschmeißen. Ist mir einmal passiert. Das ist einmal passiert. Ich habe es einmal getan. Das war eine bewusste Entscheidung. Und zwar bei, ja, auch Crash. Crash Nitro, Nitro Fueled. Auch Platin-Relikte holen, genau, das war es richtig. Wobei die Perspektive ist jetzt hier gerade alles andere als optimal. Aber der Frustfaktor ist halt hier gleich null, ne? Weil alles, was ich schaffe, wird sofort gespeichert. Also es ist mega, 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 mega. Eigentlich schon ein bisschen zu benutzerfreundlich. So, 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 so. Ach, da kann er nicht rüberspringen. Oder? Das geht nicht. Ja, okay, jetzt lässt er mich rüber. Das ist super nett. Ich mag das Geräusch trotzdem. Plang, 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 plang. Dann kommen ja die, die wir jetzt noch nicht gemacht haben. Oh, du sollst doch nicht auf seinen Kopf drauf springen. Du Vollpfosten. Dip, 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 dip. Schubidubidu, wop, wop, wop. Das versperrt mir schon wieder den Weg, ey. Alles wird gut. So, 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 so. Wann kommen die, die wir noch nicht berührt haben? Wie müssen wir eigentlich noch berühren? Ich weiß es gar nicht. Nein! Es ist so klar. Der hat so viele Chancen, immer wohin zu springen, ne? Ich versuche ja immer so, ich habe ja immer die Hoffnung, irgendeine Art von, ja, System dahinter zu erkennen, wenn, wann die, welche Qual jetzt wo drauf springt, aber es ist mir bis dato leider noch nicht gelungen. Ach ne, ist ja schon wieder falsch. Kalkverbot. Gewesen. Zack, zack, zack. Rüber, hoch, dap, da, dap. Oh Gott. Weg hier. Ich scheine es auch keinem mehr zu überspringen. Das finde ich erstmal gut. Achso. Das war das Problem. Generell, diese engeren Stellen sind grundsätzlich das Problem. Das Schöne ist doch, hebt sich doch ganz gut ab. Die ich gemacht habe und die ich nicht gemacht habe. Wenn man so lange keine mehr gesehen hat, die man nicht gemacht hat, dann ja, macht man sich vielleicht ein paar Sorgen, so wie ich es auch getan habe. Ups. Danke. Wo ist weg hier? Okay, das sieht gut aus. Zack. Zack, zack. Ja. So, wie viele Ringe fehlen mir jetzt noch? 15 Stück? Zweite Runde, Quallen Bouncing, oder? Ja, sieht so aus. Los geht's. Pions, Pions, Pions. Pirogi! Nein! Nein! Ja, heul nicht gleich los, wenn ich gewinne. Nein, 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 nein. Darf ich mich töten? Ist das eine Option? Oder was passiert, wenn ich verliere? Gib auf, alter Mann. Evolution ist Evolution. Für mich war muss ich gewinnen oder super Tentakel. Böse, böse Tentakel.
Oh, ich habe einen. Oh Mann, das kann nicht sein. Jetzt muss ich das Level nochmal machen. Also ich könnte jetzt das Level neu starten, ne? Was? Also jetzt mal ohne Scheiß. Also da. Der Bete. Durch diesen Ring, ne? Also da würde ich mir gerne auch nochmal die Zeit inklusive Wiederholung ansehen. Ich bin sowas von durch diesen Ring geflogen. Ich meine, es ist uninteressant, weil ich den einen ja sowieso übersehen habe. Aber es geht ums Prinzip. Den habe ich sowas von mitgenommen gehabt, den Ring. Leck mich, Spiel. Ernsthaft. Darf ich verlieren? Dory? Ja. Dory! Oh nein. Ja, genau, super. Ist zwar nervig, wenn ich einen übersehen habe, aber... weil ich mir das immer wieder angucken muss. Aber die Ringe, die ich gesammelt habe, die sind ja auch schon erstmal meine. Schon wieder genau der. Das kann doch kein Zufall sein, oder? Also meiner Ansicht nach kann das kein Zufall sein. Eher ein Zufallus. Hast du Hunger? Komm, Leute. Ja, denn du frisst gleich meine Blasen. Gib auf, alter Mann. Und der gerade, den habe ich eigentlich sogar richtig scheiße gemacht. Zack. Ich glaube, ich darf einfach nicht zu weit vor ihr liegen. Das kann vielleicht sein. Schon wieder genau das gleiche Spiel. Immer wenn ich vor ihr bin, sagt das Spiel, nö. Jetzt hab ich ja gerade mal einen Lauf, du. Leck mich fett. Jawolligen. Ja, stör mich ruhig. Ist okay. Ich fahre hier gerade nur ein Rennen. Schwimmen. So. In die Freiheit. Schön, dass du selbst applaudierst. Nein, du bist spitze super, du führst sogar. Aber du musst wach bleiben. Wo wohnt Pyjama nochmal? Wo wohnt der? Pyjama, Wallaby, Sydney. Genau! Bleib wach! Pyjama. 42, Wallaby Way. Ich überlege gerade, wo wir jetzt, ich sag mal, vom Filmfortschritt her ungefähr wären. Weil viel kommt da nicht mehr tatsächlich. Also ich überlege jetzt aber auch gerade wegen der Level, die jetzt noch kommen könnten. Training mit Khan. Khan! So. Weil es fehlen immerhin noch 21. Gut, ich sag mal, wenn ich jetzt das Bonus-Level hier mache, noch 20 Sterne. Also das können dann nochmal zwischen 10 und 5 Leveln sein oder 4 Leveln. Ich überlege gerade, was denn da noch alles kommt. Also ich sag mal, vom Film her sind wir jetzt wahrscheinlich so ungefähr bei dem letzten Drittel vielleicht, könnte ich mir vorstellen. Zumindest auch was Levelpotenzial betrifft. Ja, okay, da könnte schon noch ein bisschen was geben. Aber ich bin mal gespannt. Wir machen jetzt hier auf jeden Fall heute noch das Bonus-Level. Und dann... Ja, ich schätze mal, da mache ich für heute zumindest Schicht. Ah, schon wieder Bell. Wie viel haben wir diesmal? 80! Oh Gott, okay. Ich mache danach definitiv Schicht. Alter, das dauert doch 20 Jahre. 80! 80! Also jetzt, wenn es irgendwie so ein Parcours jetzt hier ist, den man schön machen kann, ich werde es nicht schaffen, den schön zu machen. Siehst du, guck mal, ich habe ja hier schon Probleme mit. Schön noch von zwei Richtungen, klar. Ja, gleich drüber. Ich meine, die Ballträgheit ist eigentlich schon ganz nice gemacht halt. Also, das fühlt sich wie unter Wasser an. So, okay. Vielleicht muss ich ihn auch einfach nur fallen lassen, ne? Das wäre... Wo ist der Ball hin? Jetzt mal ohne Scheiß, wo ist der Ball? Bist du denn da hingekommen? War ich das etwa? Nein. Nein!
Ich hab grad nur einmal kurz weggeguckt, war der Ball auf einmal weg. Unglaublich, ey. Ja. Und zack, leichten Stups gibt. Nicht außerhalb der Markierung sein. Nicht außerhalb der Markierung sein. Einfach nur gerade runterfallen. Ja, ja.